Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag. Und ich habe immer ein Deck geliehen von einem Kumpel, bei dem ich gerade bin, den man auch hört, der sich aber nicht traut, das Deck-Tag zu machen. Dementsprechend muss ich das machen. Und wir schauen uns heute an GW mit einem ganz, ganz leichten Schwarz-Splash Depths. Eher so ein Deck, nicht so Turbo-Depth-Style oder irgendwie in der Richtung, sondern sehr, sehr, ja, langsam könnte man sagen. Mid-Range-Depths nenne ich es immer liebevoll. Es ist kein Slow Depths, aber doch schon sehr midrangey. Und fangen wir erstmal mit dem an, warum wir schwarz spielen. Wir spielen schwarz, weil wir 4 Dark Confident haben. Stimmt, 3 Dark Confident. Wir haben Dark Confident, 2 Mana, 2-1. Zu Beginn des Zusammenhangs decken wir die oberste Karte unseres Decks auf, verlieren Lebenspunkte in Höhe der Mana-Kosten und nehmen die Karte auf die Hand. Greatnet at any cost. Großartig. Dann, wie es sich für das Deck gehört, wir brauchen ja irgendwie Länder für unsere Combo. Deshalb spielen wir 4 Elfisch Reclaimer, 1-2er, die man für 2 Mana tappen kann, Land opfern kann und ein Land aus dem Deck getappt ins Spiel bringt. Ja, man kann die auch +2/+2 geben lassen, wenn man so viele Länder im Friedhof hat, ist irrelevant. Ihr wollt ja einen 20-20er zuhauen. Also nein, ist wirklich nicht irrelevant, weil ihr spielt halt ein Midrange-Deck und haut da manchmal auch damit zu, aber ja, eigentlich ist es irrelevant. Genauso relevant wie der nächste Dude. Einfach schon irrelevant. Knight of the Reliquary. 3 Mana 2-2, kriegt +1/+1 für jedes Land in eurem Friedhof. Irrelevant. Und wir können die Tappen für einen Forest und einen Plains opfern und unser Deck nach einem Land durchsuchen und das Endtappen ins Spiel bringen. Dark Depths Combo kommen wir gleich zu. Dann haben wir noch den Sylvan Safekeeper. 1 Mana 1-1, wir können Land opfern, um einer Kreatur, die wir kontrollieren, Shroud zu geben. Das ist sehr, sehr wichtig, weil Dark Depths von fast allem getargetet werden kann. Fast alles versucht, diese Karte umzubringen, wegzubouncen und sonst was. Dementsprechend, ja, wichtig, dass wir die haben. Jetzt habe ich so viel von der Combo gesprochen, so viel von Ländern gesprochen. Kommen wir mal zu den Ländern. Wir spielen als allererstes dreimal Dark Doof, nenne ich sie liebevoll. Dark Depths. Dark Depths ist ein Land, das mit 10 Marken ins Spiel kommt. Theoretisch, ganz theoretisch, könnt ihr für 3 Mana eine Marke runternehmen. Das macht niemand. Denn wenn keine Marken mehr auf diesem Land sind, also kein Ice-Counter, dann wird das Ding geopfert. Oder man kann das Ding opfern. Und nee, es wird geopfert. Und dann kriegen wir einen 20-20 Marit-Lage-Token. Das ist der hier. Der kann fliegen, ist unzerstörbar und ja, tödlich. Der tut weh, wenn man ihn ins Gesicht kriegt. Wirklich. Glaubt mir. Der ist aber leider legendär. Jetzt haben wir die nächste Karte dabei, Thespian Stage. Das ist die Kombo, die wir haben, Thespian Stage. Ich habe euch mal einen GW Deck Tag präsentiert vom lieben Björn. Der hat euch die Kombo genau erklärt. Das könnt ihr da oben mal euch anschauen nochmal, wenn ihr lieber schwarz-grün das Ganze sehen wollt. Und ja, damit kann man Dark Depths eben kopieren und den einfach, naja, ich glaube, in diesem Deck theoretisch Turn 2 ein 20-20er machen. Es ist theoretisch möglich, praktisch passiert das eher selten. Ja, dann haben wir noch so den Standard, den wir haben. Das heißt, wir haben 4 Fetchländer dabei. Windswept Heath, Tappen opfern für grün oder weiß. Ist halt hierbei relativ relevant, weil wir haben halt nur Länder im Deck, die entweder grün oder weiß sind. Also eine Ebene, ein Forest. Dann haben wir 2 Savannen, das sind grün-weiße Duels, 1 Scrubland, schwarz-weiß Duel und 1 Bayou, schwarz-grün Duel. Theoretisch haben wir jetzt auch noch, die kann ich auch direkt dabei benennen, noch Dryad Arbor, ist ein 1-1-1er, die theoretisch ein Forest ist, aber die fetcht man fast nie. Kann man aber fetchen, man spielt eher in diesem Deck auch noch Green Sunsenite, da kommen wir gleich zu und dann kann man sie ganz schnell raussuchen. Dazu haben wir noch 2 Wastelands, um gegnerische Karakas oder Wastelands zu zerstören. Ein Buyuka Bock, um Friedhof zu exilen vom Gegner. Eine Sijiri-Steppe, um einer Kreatur Schutz vor einer Farbe unserer Wahl zu geben, wenn sie ins Spiel kommt. Oh, ich sollte sie hier rüberlegen. Da drüben kann ja kein Mensch erkennen, Mann. Und ja, die ist halt ganz gut, wenn wir mit dem 20-20 Fliegende angreifen wollen. Der Gegner hat so eine Baleful Strix oder irgendeine andere eklige fliegende Kreatur, damit wir ungeblockt im Gegner hauen können. Dann, na, wir spielen sogar 2 Sijiri-Steppen. Sehe ich gerade. Entschuldigung. Hab ich übersehen. Dann haben wir noch ein Maze of If. Damit können wir eine Kreatur enttappen und aus dem Combat entfernen, also eine angreifende Kreatur. Und ja, das ist sehr, sehr strong, wenn der Gegner versucht, uns mit seinem Marit-Lage zu töten. Oder wenn der Gegner mit einer Lifelink-Kreatur angreift. Weil das Problem ist ja, wir spielen ja so eine Art Combo-Deck und versuchen ja 20 Schaden zu drücken. Wenn der Gegner jetzt aber 24 Leben hat, weil er mit einer Better-Skala so angegriffen hat, dann ist das eklig. Maze of If, unser bester Freund dafür. Dann haben wir einen Karakas. Karakas, sowohl unser größter Feind als auch ein guter Freund.
tappen für ein farbloses oder tappen eine legendäre bouncen. Es gibt eine Menge legendäre Kreaturen, zum Beispiel auch einen Reanimator, die wir dann bouncen wollen. Deshalb ist sehr, sehr wichtig. Dann haben wir zwei Yavi Maya Cradle of Growth. Modern Horizons 2 Land. Jedes Land ist zusätzlich ein Forest. Das ist relativ wichtig für unseren Knight of the Reliquary, der halt Forest opfern kann. Das bedeutet, wir können jedes Land opfern, was mega witzig ist. Und wir haben halt alles mit Grün. Und hiermit können wir eben auch mit Dark Doof und Thespian Stage easy Turn 3 Combo machen. So, dann haben wir auf jeden Fall nicht genug Modern Horizons 2 Karten in diesem Deck, weil wir wissen ja alle, umso mehr Modern Horizons 2 Karten du im Deck hast, umso besser ist dein Deck. Deshalb spielen wir hier noch eine Ursachsaga. Wer kennt sie nicht? Ursachsaga mit den schönen Lore-Countern, eben der ersten, zweiten und dritten Mana, Token und was suchen. Für den Suchpart kommen wir direkt dazu, haben wir ein paar Artefakte drin und eins davon kann man auch verändern, denke ich. Dementsprechend, ja, soviel zu den Ländern. Gehen wir mal weiter. Was können wir mit Ursachsaga suchen? Wir können 3 Mox Diamonds suchen. Mox Diamond, ein 0-Mana-Artefakt, was, wenn es ins Spiel kommt, wir ein Land abwerfen können oder müssen. Wenn wir es nicht tun, wird das Ding geopfert. Und wir können das Ding tappen für ein Mana beliebiger Farbe. Die können wir mit Ursachsaga suchen. Und wir können theoretisch eine Expedition Map suchen. Expedition Map kann uns dann wieder ein anderes Land suchen und so und so fort. Sehr, sehr nett. Hier könnte man theoretisch auch ein Shadow Spear spielen, wenn man Mainstream gehen möchte. Aber die Map tut eben auch ihr Ding. Dann haben wir schon den angekündigten Green Sansinit, ein grünes und X. Wir durchsuchen unser Deck nach einer grünen Kreatur mit Mana-Kosten X oder weniger und bringen sie ins Spiel. Mischen dann nach unser Deck. Das ist mit Ride aber sehr cool, weil wir sie in der ersten Runde spielen können. In der zweiten Runde können wir uns den kleinen Dicken raussuchen, der andere Länder sucht und. Und was wir uns damit aussuchen können, ist ein Grist, The Hunger Tide. Ein grünes, ein schwarzes, ein farbloses Planeswalker. Warum können wir uns damit einen Planeswalker suchen? Er hat die Fähigkeit, immer wenn er nicht am Spielfeld ist, egal wo, zählt er als Kreatur, als 1-1 Insekt. Das ist strong. Damit können wir eben mit Green Sunset für 4 können wir den auch raussuchen. Er hat die Fähigkeit plus 1. Wir können einen schwarz-grünen Insektentoken machen, eine Karte millen und wenn wir eine Insekt millen, kriegen wir nochmal eine Karte und kriegen nochmal ein 1-1er und noch eine Loyalty-Marke und minus 2, wir können eine Kreatur opfern und können dann eben einen Planeswalker oder eine Kreatur zerstören. Sehr stark gegen Planeswalker tatsächlich. Und ja, ansonsten hat er noch minus 5. Jeder Gegner verliert Lebenspunkte in Höhe der Kreaturen in eurem Friedhof. Davon haben wir nicht viele. Davon haben wir echt nicht viele. Dann haben wir Sylvan Library. 2-Mana Enchantment. Das sagt, zu Beginn des Draw-Steps können wir 2 Extra-Karten ziehen. Wenn wir das tun, müssen wir 2 Karten in unsere Hand, die wir diese Runde gezogen haben, wieder zurücklegen. Im Endeffekt können wir halt uns um was aussuchen. Wir können aber auch Karten behalten und müssen dafür 4 Lebenspunkte bezahlen. Dann haben wir ein Life from the Loam. 2-Mana. Wir können 3 Länder, bis zu 3 Länder aus dem Friedhofzug auf die Hand nehmen. Super strong, wirklich strong. Mit Dredge 3, also statt eine Karte ziehen, können wir die obersten 3 Karten millen und die Karte auf die Hand nehmen. Wird im Lands ganz oft gespielt und deshalb da sehr, sehr stark. Dann kommen wir zu dem größten Combat-Trick, den wir haben. Crop Rotation. Crop Rotation, ein grünes Mana. Wenn wir die spielen, müssen wir ein Land opfern. Und durchsuchen unser Deck nach einem Land und bringen es ins Spiel und mischen unser Deck. Damit können wir relativ schnell auf die Combo kommen. Wir können damit uns verteidigende Länder suchen, wie zum Beispiel die Sigiri-Steppe oder das Maze of Ilf oder. Im Notfall können wir uns auch die Ursachsaga damit holen. Sehr, sehr strong. Dann spielen wir noch Weiß. Das bedeutet, wir spielen 3 Swords to Plowshares. Der beste Removal im Legacy. 1-Mana. Wir removen eine Kreatur, der Beherrscher kriegt Lebenspunkte in Höhe der Angriffsstärke. Und dann, wie immer, wir brauchen mehr Modern Horizons 2 Karten, sonst sind wir kein gutes Deck. Spielen wir noch mehr Modern Horizons 2 Karten. Und zwar Prismatic Ending. Prismatic Ending, ein weißes und X. Wir exilen ein Nichtland-Permanentes mit Mana-Value gleich oder weniger der verschiedenen Mana-Farben, die wir für diesen Spell bezahlt haben. Also für ein weißes und ein blaues können wir was für 2, für ein weißes, blaues und rotes können wir was für 3 und so weiter und so fort exilen. Das ist das Mainboard. Und das sind unsere Mainboard-Karten. Kommen wir mal ganz kurz zum Sideboard. Im Sideboard haben wir zuallererst ein Tabernakel. Also eigentlich ein Tabernakel. Das ist ein gegradetes 9er Beckett Tabernakel. Da man das nicht aus der Hülle holt, oder nur wenn man wirklich auf große Turniere fährt, die aktuell halt nicht stattfinden, haben wir immer ausnahmsweise einen Proxy. Aber nur zum Zeigen, dass hier
auch tatsächlich eins existiert. Ja, dann haben wir das Tabernakel. Alle Kreaturen haben zu Beginn des Versorgungsmoments muss man einen Mana bezahlen, ansonsten wird die Kreatur zerstört. Sehr, sehr stark und wichtig, euer Marit-Lage ist unzerstörbar und muss deshalb nicht mit einem Mana bezahlt werden. Sehr, sehr cool. Dann haben wir mehr Modern Horizons 2 Karten. Sehr wichtig. Endurance. 3 Mana, 3, 4 und wenn er ins Spielfeld kommt, können wir einen Friedhof unserer Wahl unter das Deck des Besitzers legen. Sehr, sehr stark. Und wir können ihn evoken, eine grüne Karte abwerfen und exilen sogar. Und den spielen dann von der Hand, der wird direkt geopfert. Dann haben wir Force of Vigor. Force of Vigor, 4 Mana, wir zerstören 2 Artefakte und oder Enchantments. Auch hier können wir eine grüne Karte von der Hand exilen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Auch hier sehr, sehr gut. Können wir nur im Gegnerzug machen, leider bei dem. Dann haben wir noch einen Collector-Oof, auch der gegen Artefakte. 2 Mana, 2, 2. Aktivierte Fähigkeiten von Artefakten können nicht aktiviert werden. Joa, gegen diese ganzen anderen Ursa-Saga-Decks und Elder-Fuel-Decks und so. So eklige Dinge. Wirklich eklige. Warum sollte man sowas spielen? Naja, dann haben wir 2 Carpet of Flowers. Carpet of Flowers gegen blaue Decks. Blau ist so eine mittelmäßig bis gute Farbe in Legacy, habe ich gehört. Deshalb kann man mal Carpet of Flowers im Sideboard spielen. Ein grünes Mana zu Beginn eurer Main-Phase, und zwar eurer ersten Main-Phase, könnt ihr x Mana bekommen, wo x die Anzahl Länder ist, die euer Gegner kontrolliert. Wenn ihr das nicht in der ersten Main-Phase macht, könnt ihr das auch in der zweiten Main-Phase machen. Aber wenn ihr es in der ersten gemacht habt, könnt ihr es nicht in der zweiten machen. Weitere grüne Karten. So viele grüne Karten im Sideboard. Wir haben noch Choke, ein grünes und 2 farblose Enchantment und Inseln-Etappen nicht während der Tab-Phase. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich habe irgendwas in dem Grundländer gesagt. Egal. Ignorieren wir das, gehen wir weiter. Wir haben noch einen Knight of Autumn, 3 Mana, 2-1. Wenn er Spielfeld kommt, kommt er mit 2+1+1 Magenspiel. Oder wir zerstören Artefakte oder Verzauberung. Oder wir kriegen 4 Leben. So eine flexible Karte und mit dem Green Sun Zenith wirklich schön suchbar. Wirklich, wirklich nice. Dann haben wir endlich mal weiße Karten. 2 Divining Silence. Ohrenbetäubende Stille heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ein weißes Mana und Spieler können nicht mehr als ein Nicht-Kreaturen-Zauberrunde spielen. Gegen Storm und ähnliches. Das ist relativ wichtig, sonst verlieren wir einfach dagegen, weil wir nicht viel haben. Dann haben wir mal eine schwarze Karte, damit wir nicht nur den Bob drin haben, sondern auch Black Engineers. 3 Mana, 2-2 Death Touch und wenn ein Spielfeld kommt, suchen wir uns Kreaturentyp aus. Und Kreaturen mit dem Kreaturentyp kriegen -1/-1. Dauerhaft, solange der am Feld liegt. Hammer! Um weiter Ursas Saga zu pushen, haben wir noch weitere Karten für Ursas Saga drin. Wir haben auf der einen Seite Pithenil. Die ist sehr, sehr, sehr stark. Wenn sie reinkommt, nennen wir eine Karte. Sie kann nicht aktiviert werden. Wasteland, Karakas, Mother of Runes, Ätherfiole. Sehr, sehr stark. Und wichtig, wenn ihr die mit Ursas Saga rausholt, kann er jetzt nicht Saint tun. Was wir auch im Sideboard haben, was eine mega, mega witzige Karte ist, weil deshalb spielen wir auch nur einen Endurance. Wir haben noch ein Thrun Foundries, ein Einmanner-Artefakt. Das sagt, für einen Mana tappen wir exilieren es aus dem Spiel und ein Spieler unserer Wahl mischt seinen Friedhof wieder in sein Deck. Sehr, sehr stark, weil es halt ähnlich ist wie das Endurance. Wir können es auf der einen Seite benutzen, um uns selber wieder Karten wieder reinzumischen und unser Deck wieder reinzumischen, auch zum Beispiel die Endurance. Oder wir können dafür sorgen, dass unser Gegner sein Deck wieder reinmischt, was teilweise wirklich, wirklich interessant ist, wenn man so ein paar Karten noch im Friedhof hat. Ich habe das gegen einen Doomsday-Spieler mal gespielt. Hammer. Hammer, wenn der auf einmal wieder alles reingemischt bekommt und auf einmal überhaupt nicht mehr weiß, was abgeht. Mega, mega witzig. Und deswegen mag ich die Karte. Plus, bei uns laufen eine Menge Artefakte rum und eine Menge Khans und so weiter. Und deswegen bringt es nichts, den Leuten die Karten zu exilen, weil die holen die sich eher andauernd mit Khan wieder. Ja, dementsprechend lieber hier so wieder ins Deck mischen. Das war das Deck-Tag von GWB Debs. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich finde das Deck auf jeden Fall mega, mega cool und freue mich immer mehr, dass auch verschiedene Farben von GW Debs und generell Debs da sind. Außerdem ist das so die einzige Möglichkeit, euch, wie ihr merkt, ich bin ja nicht im Studio, mal ein 9,0 Mint Tabernakel in die Kamera zu halten. Dementsprechend, ja, wenn das keinen Daumen hoch erlaubt, dann weiß ich auch nicht, was es noch tut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blixit. Ciao, ciao.